Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute zeige ich euch mal, wie man die Windows 10 Kalender App und die Windows 10 Kontakte App in Kombination mit einer Nextcloud verwendet. Es gibt ja immer wieder bestimmte Gründe, warum man sozusagen eine Synchronisation nicht über die Microsoft Cloud machen möchte. Oder vielleicht geht es auch nicht, weil man gerade mit irgendwelchen Vereinen zusammenarbeitet, die ihre ganzen Kalenderdaten mit Nextcloud synchronisieren. Oder auch Firmen machen das. Wir machen das bei uns zum Beispiel im Mischmodus. Standardmäßig kann man ja nicht einfach so ein Nextcloud-Konto in Microsoft Windows hinzufügen. Aber durch einen ganz kleinen Trick klappt das am Ende doch. Um das Ganze aufzuzeigen, habe ich bereits in unserer Nextcloud einen Test-User vorbereitet und ich habe hier sozusagen noch einen leeren Kontakteordner und ich habe hier einen Kalender, wo ich bereits sozusagen einen Testkalender angelegt habe für den User-Test. Und ich habe hier einen geteilten Kalender, das heißt, das ist ein Kalender, der von einem anderen User freigegeben wurde für mich. Habe ich hier auch bereits drin. Und wir sehen hier unten auch noch Geburtstage von Kontakten. So, wir können auch noch einen zweiten Testkalender hinzufügen, der sozusagen nur diesen User gehört. Und wir sehen jetzt hier diese verschiedenen Kalender. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal in jeden dieser Kalender sozusagen einen Termin an. Das macht es einfacher, dass man das dann einfach kontrollieren kann später. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier für den 14. Mai einen Testtermin 1 und den füllen wir hier in diesen Testkalender. Das heißt, das ist der hier oben. Erstellen. So, wir sehen, dass der hier auch die Farbe grau hat. Und dann machen wir hier einfach mal einen zweiten Termin. Testtermin 2 und machen den in den Testkalender 2. So, wir sehen, der hat die entsprechende Farbe des Kalenders. Und wir machen noch einen dritten Termin, den wir in den geteilten Kalender machen. So sehen wir, hat ja den sozusagen den die Farbe. Hier habe ich mich nochmal verschrieben. Testtermin. Ein bisschen irgendwas passiert. Okay. So, und dann legen wir natürlich noch einen Kontakt an. Das heißt, wir machen einen neuen Kontakt, sagen, das ist unser Testkontakt 1 Firma. Weiß ich nicht. Und dann geben wir mal eine Telefonnummer an. Ein bisschen sinnfrei. E-Mail-Adresse und Schicke Straße 1 in 02625 Bautzen. Und dann wollen wir noch einen Eigenschaftstyp hinzufügen und zwar wir wollen noch einen Geburtstag angeben. Das heißt, machen wir hier auf den 19. Mai und wechsle nochmal in den Kalender zurück. Und dann sehen wir hier, dass wir hier unseren Geburtstag auch drin sehen. Das heißt hier die Farbe gelb und da wurde hier der Geburtstag hinzugefügt. So, jetzt öffnen wir mal die Kalender-App. Wenn Sie die Kalender-App das erste Mal starten, dann werden Sie sofort aufgefordert, ein Konto hinzufügen. Das können Sie auch abbrechen. Dann kommen Sie auf diese Ansicht.
Dieser Kalender, der ist jetzt bei mir nur lokal. Also ich habe das jetzt mit keinem Microsoft Live-Konto verbunden, deshalb ist bei mir der Kalender nur lokal. Der würde mir aber jetzt in dem Fall nichts helfen. Also das heißt, ich will ja jetzt mit meinem Verein oder mit meiner Firma diesen Kalender in meinen PC mit integriert haben. Oder ich habe grundsätzlich auch mehrere Geräte und will meinen eigenen Kalender über diese App synchronisieren. So, dann gehen wir einfach mal hier unten auf dieses Einstellungen Zahnrad und auf Konten verwalten. Konto hinzufügen. Wir sehen, hier ist noch kein Konto drin. Und jetzt kommt der ganze Clou. Wir sehen, hier gibt es nichts mit Nextcloud oder OwnCloud. Also OwnCloud funktioniert das Ganze ähnlich. Und der Trick ist dabei, die Synchronisation, die geschieht über CardDAV und CalDAV. Also CardDAV ist für die Kontakte und CalDAV ist für die Termine. Und der Dienst iCloud, der nutzt genau dieselben Protokolle für dieses. So, das heißt, wir klicken hier einfach mal drauf. Dann können wir hier jetzt einfach irgendeinen Fantasienamen nehmen. Das heißt, wir geben jetzt eine E-Mail-Adresse ein, die einfach nichts mit dem Konto zu tun hat oder auch vielleicht schon ja. Die sollte nur nicht in der iCloud existieren. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, diese E-Mail-Adresse, die darf nicht in der iCloud existieren, falls Sie ein iMac oder ein iPhone oder irgendetwas haben. Das heißt, irgendeine Fantasie-E-Mail-Adresse. Das heißt, mein test@zuhause.lokal oder irgendwas. Und dann machen wir Test hier als User und Passwort kann jetzt erstmal auch irgendetwas sein. Das heißt, einfach wild irgendwas reinschreiben. So, dann machen wir hier auf Anmelden. Und der Clou ist, dass Microsoft trotz dessen, dass die Anmeldung nicht gelingt, das Konto erstmal hinzufügt. Klicken wir auf Fertig. Und dann sehen wir hier schon, Aktion ist erforderlich. Das heißt, der konnte sich nicht verbinden. Da müssen wir jetzt noch irgendwas machen. Das heißt, wir klicken jetzt das Konto an. Und gehen hier auf Konto reparieren. So, dann geben wir jetzt erstmal einen Benutzernamen ein. Das machen wir anders. Ja, Konten verwalten. Einstellungen ändern, nicht Konto reparieren. So, genau. Da kommen wir jetzt auf diese Ansicht und jetzt geben wir den richtigen Benutzernamen ein. Das heißt, der Benutzername jetzt für diesen User ist einfach nur Test und das Kennwort entsprechend dazu. Und dann müssen wir hier unten nochmal auf die Synchronisation sein. Das heißt, hier könnte man jetzt noch einen Namen geben und sagen, meine Next Cloud. Und dann gehen wir hier auf die Synchronisationseinstellungen. So, dann haben wir einen, also das hier oben können wir ignorieren, das können wir auch ignorieren, können wir alles lassen. Und das, was wichtig ist, dass wir hier auf alle 15 Minuten stellen können. Manuell bringt in dem Fall nichts, weil manuell funktioniert nur in Kombination mit einer E-Mail bei einem Konto in diesem ganzen Konstrukt. Haben wir in dem Fall nicht. Das heißt, Sie müssen in den sauren Apfel beißen, dass die Synchronisation wirklich nur alle 15 Minuten geschieht. Das hier können wir jetzt auch integrieren, weil wir keine E-Mails herunterladen. Und jetzt haben wir hier den Test und hier sehen wir schon, dass E-Mail ausgeschaltet ist. Das heißt, für uns wichtig sind ja nur Kalender und Kontakte. Dann müssen wir hier noch weiter runtergehen, das heißt aber erweiterte Postfacheinstellungen. So. Dann sehen wir hier einen Posteingangsserver, das ist natürlich der von der iCloud. Den Ausgangsserver von der iCloud können wir drin lassen, fragt der sowieso nicht ab. Wichtig sind jetzt diese zwei Links hier unten. Das heißt, jetzt gehen wir zurück in die Nextcloud und wir sind ja jetzt hier erstmal in dem Kalender. So, hier können wir ganz einfach gehen, hier unten auf diesen Einstellungen und Import-Button und dann haben wir hier unten schon den entsprechenden Link drin. Das heißt,
Das kopieren wir jetzt mal komplett und kopieren den hier unter Karldorf rein. Also das heißt, wir sind jetzt in dem Kalender gewesen und kopieren den Link in diesen in dieses Eingabefeld für den Kalenderserver. So, eingefügt. Und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Link, das ist natürlich für die Kontakte. Und zwar gehen wir jetzt hier auf die Kontakte und Link kopieren. Also das heißt, hier war es ein bisschen anders. Das heißt, ich gehe hier drauf und dann haben wir hier unseren Kontakte-Ordner und drücken hier auf Link kopieren und fügen den hier ein. Und das war es eigentlich schon. Das heißt, jetzt gehen wir auf Fertig und speichern das Ganze. Und wir sehen sofort hier ist mein Testkalender 2, mein Geburtstagsordner und der Geteilt-Ordner reingekommen. So, Konto reparieren. Nochmal machen. Okay, Kalender. Und wir sehen auch, dass unsere Termine und die Geburtstage auch alle synchronisiert wurden. So, jetzt müsste man nochmal gucken, ob man dann nicht dieselben Farben machen kann. Das heißt, wir hatten den Testkalender in Grau, die Geburtstage hatten wir in Gelb, der geteilte war in Blau und der Testkalender, weiß ich gar nicht, Kontakte, nee, Kalender, den hatten wir in Lila. So, okay, damit es ähnlich aussieht. So, und zum Testen können wir jetzt natürlich hier nochmal einen Termin hinzufügen. Das heißt, wir geben jetzt ein, wir sehen hier oben ist unser entsprechender Kalender, in den wir das eintragen möchten. Das heißt, wir geben jetzt hier an Windows Termin speichern. Das ist jetzt grau, grau, also müsste es auch in der Nextcloud in dem grauen erscheinen. So, sehen wir hier. Also das Speichern des Termins, da synchronisiert der sofort. Aber wenn ihr jetzt in der Nextcloud einen neuen Termin eingeben, dann erscheint er in der Windows-Kalender-App nicht unbedingt sofort. Das heißt, wir hatten ja dort eingestellt alle 15 Minuten. So, das Schicke ist jetzt natürlich auch, dass, jetzt muss ich nochmal schauen, dass wir auch unsere Kontakte synchronisiert haben. Das heißt, ich habe hier meinen Testkontakt. Ich sehe auch hier die Angaben, die ich gemacht habe. Also hier schicke Straße irgendwas. So, und wir können ja auch testweise hier nochmal einen eingeben. Das heißt, wir wollen in meine Nextcloud hier machen und sagen Windows Kontakt und sagen hier 222666 oder 55 und speichern. Der müsste dann auch natürlich hier in meinen Kontakten erscheinen. Und schon war er da. So. Wie überall, wie gesagt, nicht wundern, wenn man jetzt einen Termin einträgt oder wenn irgendein anderer einen Termin einträgt, dass es halt wirklich teilweise bis zu 15 Minuten dauert. Gerade also von der Nextcloud Richtung Windows. Dauert das dann doch immer ein bisschen länger. Also zum Beispiel der Termin hier ist noch immer nicht gekommen. Wenn wir hier mal gehen auf Konten verwalten. Nein. Also ist jetzt meine Nextcloud. Gehe hier mal drauf. Synchronisieren. Jetzt habe ich alle 15 Minuten. Ja, ist okay. Das heißt,
heißt, wir müssen jetzt einfach abwarten, bis der dann, nein, noch 15. Also der Windows-Termin müsste am 21. dann drin sein. Aha, da ist er. Gut, ging doch schneller als andersrum, aber der Hallo-Termin, den haben wir hier im Kalender noch nicht. Ich würde das mal schneiden und sagen, gut, nach 10, 15 Minuten müsste der dann inzwischen drin sein. Dann sieht man das, dass er da ist. Was ich noch zeigen wollte, deshalb habe ich hier immer an dem Datum rumgespielt. Und zwar, wenn wir jetzt hier drauf gehen, leider zeigt er hier nicht farbig an, wo hier ein Termin ist. Aber wir sehen ja, dass wir zum Beispiel am 14., das heißt, wenn wir heute wären, oder einen Termin drin hätten heute, dann würde der das anzeigen. Oder wir klicken hier einfach mal den 14. an und dann sehen wir, dass wir hier aus dem grauen Kalender den Termin drin haben oder vom 15. oder 16. die entsprechenden anderen Termine oder auch der 21. Das heißt, man sieht hier unten gleich, wo ein Termin drin ist und man kann das natürlich sich auch jeweilig benachrichtigen lassen. Das heißt, wenn man den Rechner an dem Tag startet oder man sagt, ich will eine Stunde vorher erinnert werden, dann erinnert Windows natürlich auch mit einer Meldung, dass da ein Termin ist. Solange wir jetzt warten, bitte abonniert meinen Channel. Obligatorisch muss man ja immer wieder da erwähnen. Oh, wie ich sehe, ist der Termin auch jetzt inzwischen synchronisiert. Also die 10, 15 Minuten sind jetzt vorbei. Also das ist der Termin, den wir in der Nextcloud hier hinzugefügt haben. Und ich hoffe, ich habe euch wieder einen nützlichen Tipp gegeben oder eine nützliche Unterstützung und ich freue mich, wenn Sie das nächste Video besuchen. Bis dahin eine schöne nächste Woche und dann einfach mal Tschüss.